Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es dann wieder neue Challenges. Dazu werde ich euch jetzt die Lösung zeigen. Und diesmal sind es keine Deadpool-Challenges oder nicht die Challenges zu Sky, die ja am Donnerstag und Freitag kommen werden, sondern geheime Challenges, die man auch nicht bei den Herausforderungen finden kann. Dazu werde ich euch jetzt, wie gesagt, in diesem Video alle Lösungen zeigen. Und die Challenges handeln sich hier um den Kampf zwischen den Zwergen und den Bären. Wie ihr es ja vielleicht wisst, ist in diesem Keller hier unten drin ein Zwerg von den Bären gefangen gehalten. Und ja, da gibt es jetzt auch Challenges zu. Einmal für die Zwerge die Challenge und dann für die Bären die Challenge. Für die Bären muss man fünf verschiedene Honigfässer finden. Und für die Zwerge muss man solche Teleskope ausrichten. Und dann eben halt aufs Haus zielen. Dafür muss man einfach nur damit interagieren. Ich werde euch jetzt alle Positionen zeigen. Die ganzen Challenges für die Zwerge befinden sich hier um dieses Haus rum. Das ist nordwestlich von Weeping Woods, relativ nah am Rand tatsächlich schon. Und hiervon befindet sich das erste Teleskop hier hinter dem Busch. Einmal interagieren und dann richtet ihr das aus. Das zweite befindet sich dann hier oben auf dieser kleinen Erhebung bei dem Lagerfeuer. Dort auch einmal mit dem Teleskop interagieren. Das dritte befindet sich dann südlich vom Haus. Hier relativ versteckt zwischen den Bäumen. Hier sind auch noch ein paar von diesen Propanfässern. Dort auch einmal das Teleskop ausrichten. Das vierte Teleskop befindet sich dann auf der anderen Flussseite, dort hinten bei der Brücke. Auch einmal ausrichten, dann habt ihr vier schon. Und dann gibt es noch das fünfte Teleskop. Wenn ihr alle davon habt, dann bekommt ihr 40.000 EP, ebenfalls natürlich für die Bären-Challenge. Und das fünfte Teleskop befindet sich hier hinter dem Baum. Hier steht auch dann noch der letzte Zwerg. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der für die Bären-Challenge. Um die Haupt freizuschalten, muss man allerdings vorher noch eine Sache machen. Und man kann nicht direkt die Honigfässer einsammeln, sondern man muss hier in diesem Agent Charlie Haus erstmal in den Keller rein. Und muss dann hier einmal zu dieser Karte gehen. Reicht auch, glaube ich, wenn man hier auf dieser Tanzfläche drauf ist. Und dann erkennt man die Karte sozusagen. Und hier drauf sind eben halt schon fünf Marker, wo die ganzen Honigfässer sich dann eben halt befinden. Und da hinten drin sitzt ja auch noch der Zwerg gefangen. Wahrscheinlich wird das auch so eine kleine Nebenstoryline sein. Zu den restlichen Neuerungen werde ich euch natürlich noch etwas im nächsten Video heute erzählen. Und generell zu allen Änderungen. Wir haben beispielsweise zwei neue Items im Game und viele, viele Map-Updates, Leaks zu einem Live-Event und so weiter. Wie gesagt, dazu gibt es alles heute noch ein Video. Leider kann man ja nur drei Videos pro Tag machen, die zumindest noch benachrichtigt werden. Das vierte Video wäre dann eben halt immer ohne Benachrichtigung, wäre eben halt ziemlich shit, deshalb versuche ich das wirklich in drei Videos alles zusammenzufassen. Wird schwierig, aber ich hoffe mal, dass ich das alles schaffen kann. Ich denke, morgen wird dann auch ein Video zum neuen Spiel der Spione-Modus kommen. Das kommt ja heute um 14 Uhr wahrscheinlich wieder raus und dort gibt es ja auch neue Tags. Wie gesagt, werde ich euch alles morgen dann im Video erzählen. Und heute kommt dann eben halt alles erstmal zu den Änderungen in den Normal Modes. Das erste Honigfass befindet sich hier östlich neben Holly Hedges bei diesem kleinen Teich. Hier einmal am Baum interagieren. Bekommt ja auch 5 HP. Also ich glaube, die sind auch im Normal Game ganz einfach so zu finden. Und man kann ja, glaube ich, da allerdings nur einmal benutzen. Ich weiß gar nicht, wenn man die Challenge schon abgeschlossen hat, ob die Honigfässer immer noch funktionieren. Ich glaube schon, ist am Ende ja auch nichts anderes als Kokosnuss hier im Prinzip. Bringt 5 HP oder 5 Schild über eine Zeit lang. Also ihr bekommt nicht direkt 5 HP, sondern das braucht erst, um sich ein bisschen aufzuladen. Aber letztendlich ganz normaler Sofortgegenstand. Nichts wirklich Besonderes. Lohnt sich auch nicht da unbedingt hinzugehen. Aber ist ganz nett, wenn man da nochmal ein bisschen Schild aufladen kann. Die zweite Position für die Honigfässer befindet sich nördlich von einem Pleasant Park. Und dort ist ja dieses Pavillon, ja, wird viel zu hoch angezeigt, da unten auf jeden Fall, ist ja dieser Pavillon. Und dann da drüber bei der Klippe, bei diesem einen Baum, südlich von diesen Häusern, befindet sich dann der nächste Honig. Ziemlich genau dort an der Stelle, auch einmal einsammeln, dann habt ihr den zweiten schon mal. Glaube ich, müsste man auch so da unten erkennen können, sind wirklich nicht schwierig zu finden.
muss man ja auch nicht irgendwo zu einem contesteten Spot hingehen. Sollte man relativ leicht machen. Der nächste Honig wird schon etwas schwieriger, weil man dort tatsächlich mal bei einem contesteten Spot ist. Allerdings ist es auch der einzige Spot, der von den ganzen Challenges, der contested ist. Und zwar ist das beim Obstgarten. Dort muss man zu dem Baum da. Ja, wird wahrscheinlich wieder angezeigt. Müsste der Baum da unten sein. Einfach einmal von dem Haus da gucken. Und dann sollte man den ganz gut finden können. Befindet sich auf der östlichen Seite der Bäume. Wie gesagt, einmal da unten einfach hin. Kann man auch machen, dass er gar nicht auf eine Waffe geht, sondern es einfach einmal einsammelt. Sollte dann relativ gut möglich sein. Dort unten bei dem Baum ist das. Sieht man auch schon das Honigfass. Ich habe das tatsächlich schon eingesammelt und ich glaube, jetzt kann ich das tatsächlich gar nicht erneut einsammeln, so wie es zumindest aussieht. Ja, der Honigpot ist offen. Das heißt, wenn ihr es einmal eingesammelt habt, könnt ihr danach auch nicht mehr die 5 HP dadurch regenerieren. Ist halt schade. Ich finde, hätte man dann auch noch häufiger machen können, aber so habt ihr eben halt das Anzeichen schon mal dafür, dass ihr die Challenge gemacht habt. Dann befindet sich der nächste Spot für die Honigfässer dort bei diesem Fluss, bei dem riesigen Baum hinten in dieser großen Biegung. Also dort oben ist ja die Brücke und wenn dann dieser Fluss diese riesige Biegung macht, dann befindet sich dort im Prinzip auf dieser kleinen Landzunge dort so ein riesiger Baum und dort ist eben halt dann das nächste Honigfass. Werde ich jetzt auch nochmal hinfliegen und euch das genau zeigen. Und zwar ist das hier auf der nördlichen Seite, unten in dieser kleinen Baumbiegung. Hier sind auch mal wieder ein paar Äpfel, die man mitnehmen kann. Dort unten seht ihr es jetzt auch offen. Ich wollte eigentlich gar nicht gegenfliegen. Zum Glück ist ja der Heli nicht kaputt gegangen. Dann befindet sich auf jeden Fall der nächste Spot hier an diesem Berg, etwas nördlich von dieser Agentur dort und von diesem Haus. Nämlich einmal an den Bäumen da vorne, zwischen diesen zwei Laubbäumen. Einmal dazwischen fliegen und dann sollte man es auch schon ganz gut sehen können. Und zwar von der anderen Seite hier hin. Und dann seht ihr dort unten auch schon das nächste Honigfass. Und dann habt ihr tatsächlich alle fünf Honigfässer gesammelt. Wie gesagt, ein Honigfass ist dort. Das nächste befindet sich dort oben. Dann einmal noch da, dann bei dem Baum und dann hier südlich von The Agency. Das sind dann alle Lösungen für diese Challenges. Es gibt auch noch weitere Challenges, die geleakt sind. Dazu kann man die allerdings wahrscheinlich noch nicht erledigen oder ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Auch auf Twitter hat es noch keine gefunden, wo die sich befinden. Deshalb, wenn da die Challenges freigeschaltet werden sollten, werde ich euch natürlich auch noch ein Video liefern. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und lasst natürlich gerne ein Abo hier auf dem Kanal da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.